Wie heißt du? Alessa. Alessa, darf ich dich um was bitten? Ich tendiere zum Schnellreden. Wenn ich das tue, machen wir sowas wie ein Safe Word. So, la 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 la. Dann weiß ich, ich muss langsamer sprechen. Was musst du machen? Perfekt, wirklich, verlass mich auf dich. Super. Ja, vielleicht sehe ich den nicht, aber la 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 la. Kriegen wir hin. Okay, perfekt. Also, was erzähle ich euch heute? Ich erzähle euch was über die Kreativitätslüge, das ist richtig. Was muss ich vorweg schicken? Was ist Kreativität? Kreativität laut Wikipedia heißt die Erfindung etwas Neuem, Nützlichen, Brauchbaren per se. Das steht per Wikipedia. Also meinen herzlichen Glückwunsch, damit macht es jetzt jede Klobürste zu einer Erfindung, die irgendwann mal brauchbar und nützlich war. Wobei ich mich frage, welcher Vollkaffer sich jemals überlegt hat, warum diese Dinger weiß sein müssen. Also vielleicht ist da irgendwas Rassistisches. Ich weiß es nicht. Also Klobürste. Jetzt möchte ich euch zumindest mal das zeigen, was ihr wahrscheinlich alle kennt. Ja, also diese üblichen Verdächtigen, die usual suspects. Mit was fangen wir an? Klar, die Evolution des Telefons. Ja, vom alten Telefon zum iPhone. Wer kennt unseren Protagonisten von euch links gesehen? Perfekt, super. Wen seht ihr hier? Naja, gut, okay. Also, Graham Bell, absolut richtig. Steve Jobs, klar, wer kennt ihn nicht? Das Auto, auch immer ein sehr beliebtes Beispiel. Die Evolution des Autos. Wer war der Erfinder des Autos? Oh, das ist immer so eine Gretchenfrage. Bitte? Sehr gut, sehr gut. Ich hätte es gedacht, irgendjemand sagt Henry Ford. Aber laut Patent, ja, habe ich schon gehört. Aber laut Patent ist es Herr Musk. Jetzt wird es schon ein bisschen kniffliger. Die Entwicklung der CD bis hin zu Spotify, auch immer ein schönes Beispiel. Nein? Wer ist der Erfinder von Spotify? Weiß auch keiner. Also für alle, die es nicht wissen, ich wusste es, glaube ich, bis vorgestern auch nicht, James Russell und der Erfinder von Spotify, Daniel Ek. Was haben wir noch? Auch so ein schönes Beispiel vom Taxi. Was ist die Evolution? Taxi, was kommt da? Sehr gut. Wer war der Erfinder vom Taxi? Aber auch den von Uber kennt keiner namentlich. Hier haben wir einen Friedrich Lutzmann, das war wohl damals im 1800 irgendwas, der Erste, der es gesagt hat, komm mal mit, ich bring dich irgendwo hin. Ich sage, ich berufe mich immer nur auf Wikipedia, ja, und Travis Kalanick ist der Erfinder von Uber gewesen. So, jetzt sind wir mal alle auf einer Wellenlänge, also jetzt wissen wir ungefähr, Kreativität wird sehr oft verknüpft mit den Leuten, mit der Evolutionskurve, die ihr gerade gesehen habt. Nichtsdestotrotz gibt es unwiederbringlich Leute, die kennen wir sofort, und es gibt Leute, die kennen wir nicht. Aber die haben wohl auch irgendwas auf dem Kasten gehabt, dementsprechend ja auch deren Erfindungen. Was es nicht heißt, ist, dass diejenigen, die da als Erfinderpate stehen, auch gleichzeitig hyperintellektuell oder über den Intelligenzquotienten von über 160 haben. Wird aber fälschlicherweise oft als Synonym verwendet. Das heißt immer ganz schnell so, nee, bin ich zu schlau wie. Es gibt in Österreich, in Graz, eine Universität in der Abteilung Psychologie, die eine schöne Beauftragung hatten, da herauszufinden, ob denn da was dran ist. Also hat das was zu tun damit, wie schlau ich bin? Gleichzeitig hat das was mit Kreativität zu tun? Ja oder nein? Man hat herausgefunden, dass das nicht so ist. Also jetzt werde ich euch gleich mal was von der Normalverteilung des IQs erzählen. Vorsicht, das ist die einzigste Slide, die... Und wenn ich euch erzähle, wie lange ich gebraucht habe, diesen scheiß Graphen zu machen, in Numbers, habe ich es nicht hingekriegt. Ich habe diese Zeichnung in Adobe Illustrator gemacht. Ist nicht schwierig. Also wir haben von 55 IQ, was außerordentlich dumm ist, bis hin zu 145. Da fängt das Leben wohl richtig an, auch keinen Spaß mehr zu machen. Aber wie ihr seht, anhand diesem Phallus-Symbols ist wohl in der Mitte der größte Teil. Prozentual gesehen heißt es, Gott sei Dank, 0,1% sind äußerst behindert. Wir können behaupten, wenn wir mal schnell zusammenzählen, 13, 34, 34, sagen wir mal 85%, 70, 85% sind so im gesunden Mittelmaß.
Jetzt könnt ihr euch vielleicht fragen, Steve Jobs, wie schlau war denn der? Ich glaube, der hat niemals zu seinen Lebzeiten Intelligenzquotienten gemacht, aber man unterstellt ihm irgendwas fern von 130. Bei einem Einstein waren wir uns alle einig, der muss sowieso, ich glaube 240, gerade dass der noch atmen konnte. Und so weiter und so weiter. Aber was die nun rausgefunden haben in Graz, ist, dass es einen Schwellwert gibt. Die haben wirklich herausgefunden, dass sobald du einen IQ von 85 hast, der bis hin zu 220 ist die volle kreative Lernbereitschaft deines Hirns, die Kapazität erreicht. Das heißt, alles, was darüber hinaus ist, bringt gar nicht mehr. Ja, also herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ich glaube, dass wenn wir 85, 34, 35, sagen wir mal, die 80% hier im Raum sind alle mindestens genauso begabt wie ein Steve Jobs, ein Albert Einstein. Für die anderen 15%, hier in der ersten Reihe habe ich noch ein paar Trainingsmöglichkeiten, das kriegen wir hin. Warum sage ich das so süffisant? Jetzt habt ihr Folgendes gelernt. Ihr wisst, was ist Kreativität? Nach der Beschreibung von Wikipedia und auch so ein bisschen mich als Partneronkel. Ihr wisst, dass ihr alle die Kapazitäten habt, so kreativ zu sein, um diejenige Erfindung oder was auch immer für eine neue modische Art und Weise ihr erfinden möchtet. Ihr seid auf jeden Fall in der Lage. Das sind die zwei Sachen, die ihr bis jetzt wisst. Was ihr nicht vergessen dürft, oder an der Stelle gehört ein bisschen mehr dazu, weil an der Stelle könnt ihr jetzt sagen, ich klappe das Laptop zu, wir gehen raus und alle happy, euphorisch, 5 Minuten später wisst ihr nicht mehr, was ich gesagt habe. Fakt ist, ist das noch nicht so schnell? Lalala, okay. Selbstregulierung. Das Gehirn ist ein Muskel. Also wirklich, du kannst Muskeln trainieren, dann werden sie größer. Das Gehirn gehört auch trainiert. Ja, also das heißt, du kannst dich... Ein schönes Beispiel ist, wie oft sagt man, ich hatte so einen Blitzgedanken, eine Blitzidee. Ja, eine Blitzidee ist nicht, dass du, außer du bist wie hier Dr. Emmett L. Brown bei Zurück in die Zukunft, fällst vom Scheißhäusel auf die Wand und hast den Fluxkompensator erfunden. Nein. Was ich damit sagen wollte, ist, das Gehirn gehört trainiert. Wenn du dich mit kreativen Leuten umgibst, wenn du immer wieder in dieselben Konstellationen quasi dich dessen aussetzt, wächst dein Hirn auch. Also trainieren deinen Kopf genauso möglich wie deinen Körper. Wichtig ist, das heißt nicht Montag, Mittwoch, Freitag machen wir mal Kreativübungen, weil dann sind wir nächste Woche schlauer und haben eine Million-Dollar-Idee. Nein, das ist so ein bisschen, müsst ihr euch vorstellen, wie ein Fitnessstudio. Zeige ich euch. Ja, das bin ich. Ja, Fitnessstudio. Ich verspreche euch, trainieren, zweiter Tag. Erster Tag schaut ihr genauso aus. Zweiter Tag hat sich auch noch nichts getan. Dritter Tag passiert auch nichts. Aber wenn man das ein bisschen durchzieht, ja, so, wie lange habe ich es denn gemacht? So 369 Tage. Dann ist da eine, hey, es gibt noch ein paar Problemzonen, ganz klar. Es ist immer die Frage, steht mir das rosa oder ist die Hose zu kurz? Aber ansonsten sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Also trainieren. Man kann den Kopf, das Gehirn genauso trainieren wie seinen Körper. Jetzt habe ich eins zu früh weitergeklickt. Es gibt nämlich auch Methoden da draußen. Also es gibt für alles eine Methode. Es gibt also die ganzen verkopften Ideation, Design Thinking, Gamification, wie es alles heißt. Es gibt da draußen auch eine Methode, vielleicht habt ihr die schon mal gehört, es gibt diese 10.000-Stunden-Regel. Schon mal jemand von euch gehört? 3, 4, 5 nicken, das sind hoffentlich die 5%, die über 140. Die besagt, wenn du etwas tust 10 Stunden lang, dann bist du danach Profi. Was habe ich gesagt? Waren es 10.000? 10.000 Stunden. Ich halte davon nichts. Warum halte ich davon nichts? Wer hat von euch WoW gespielt? Hand hoch. 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich mir ein Ei gelegt, weil entweder wir gehören zu den unter 85% IQs oder so. Fakt ist, das ist der Funfact, nachdem du mich gefragt hast. Ich habe 17 Tage meinen Krieger, 71 Tage meinen männlichen Nachtelfkrieger, 10 Tage meinen Mage, 105 Tage meinen Paladin, 30 Tage meinen Schurken, 5 Tage meinen Mönch, 6 Tage meinen Jäger, 60 Tage meine Hexenmeisterin und 128 Tage meinen Druiden gespielt. World of Warcraft ist ein Online-Rollenspiel. 432 Tage sind 10.380 Stunden. Also ich wüsste nicht, was ich jetzt besser kann, außer richtig geil WoW spielen. Also diese 10.000-Stunden-Regel ist so ein bisschen an der Stelle.
Gut, was habt ihr bis jetzt gelernt? Ihr wisst, was ist Kreativität. Ihr wisst, ihr habt die Kapazität, ihr seid komplett in der Lage, solche Ideen stattfinden zu lassen. Ihr wisst, ihr müsst dafür trainieren. Also es ist nichts, was per se gleich morgen einsetzen wird. Das heißt, jetzt fragt ihr mich vielleicht nach dem Werkzeug dazu. Natürlich, ich habe zwar anfänglich gesagt, ich mache hier keine Verkaufsveranstaltung, aber ich habe ein Werkzeug. Ich habe letztes Jahr ein Startup gegründet, mal wieder. Diesmal wollte ich nicht so viel falsch machen wie bei den letzten Startups. Deswegen habe ich gedacht, weißt du was, das schickst du mal auf Kickstarter, wenn das durch die Decke geht, dann machen wir das. Und zwar ohne Gesellschafter, ohne Venture Capital, sondern einfach mal richtig schön alleine. Ist ein Kartenspiel. Und jetzt pass auf, Buzzword Bingo, Design Thinking Ideation, Gamification. Alles zusammengemünzt, wegreduziert und gesagt, das ist ein Kartenspiel, mit dem du es schaffst, dich per Anleitung kreativ zu entfalten. Den Rest, ich lasse im Hintergrund, das wird schwierig für euch, weil es bewegt Bild und ich rede gleichzeitig. Ich bin kein Synchronsprecher, ihr sollt nur mal ein paar Eindrücke davon mitbekommen. Das Kartenspiel geht davon aus, dass wenn du heute eine Business-Idee oder eine Idee generell erstellen willst, du immer eine Vision hast, die beruht wahrscheinlich auf einer Technologie. Wenn du die richtige Technologie hast, brauchst du was? Eine Zielgruppe, also den Stereotypen, die Persona für die, also für deinen Kunden oder für den Klientel, für das du das Produkt entwickeln willst, deine Zielgruppe. Wir ergänzen das Ganze noch mit dickgelben Emotionskarten, weil was sind Emotionen? Emotionen ist das, was du entweder beim Kunden triggern willst oder vielleicht dem Produkt zumünzen möchtest, das wären die Emotionen. Die letzte Karte, das ist immer so ein bisschen der Showbringer, weil du nachsagst, das sind die Präsentationskarten. Das heißt, wenn ich einen Workshop gebe und wir spielen eine halbe Stunde und irgendein armes Licht zieht die Präsentationskarte, Pantomime, viel Spaß. Er muss halt dann seine... Ihr schaut jetzt alle so wie... Ich dachte mir auch, geil, mal schauen, es ging durch die Decke, es ist finanziert worden, vollends, seit letztem Jahr, das Ding wird mittlerweile verkauft, ich werde gebucht für Workshops. Ich denke mir, also,